Herzlich willkommen beim Unternehmergespräch. Ich begrüße Sie recht herzlich und mein Name ist nicht Michael Buck, sondern Ulf Valentin. Ich bin auch bei der Convidera und wir haben ein bisschen mehr als eine Panel-Diskussion mitgebracht, nämlich auch einen super spannenden Case aus dem Mittelstand mit Heidelberger Druck. Das Thema heute ist digitale Unit, Vorteile von Startup und Konzern kombinieren. Oder, wie man auch sagen könnte, eine erfolgreiche Transformation eines gefährdeten Geschäftsmodells. Und mein Name ist Ulf Valentin und ich freue mich zusammen mit der Stiftung Baden-Württemberg und der Mission M das letzte Unternehmergespräch der digitalen Vorreiter für dieses Jahr Ihnen darstellen zu dürfen. Und wir haben ein paar Informationen für Sie mitgebracht aus unserer Studie Digitale Vorreiter im Mittelstand. Haben dann einen Case, sehr spannenden Case mitgebracht mit Heidelberger, mit dem Heidelberger Digital Unit und dem Tom Oesner, dem Leiter dieser Digital Unit. Und danach wollen wir in der Tat auch recht schnell in eine Panel-Diskussion übergehen und würden uns freuen, mit Ihnen zusammen darüber zu diskutieren, wie Erfolgsmodelle für den Mittelstand aussehen oder was auch Ihre Herausforderungen und Probleme dabei sind. Wir sind Convidera, das heißt, wir sind spezialisiert darauf, mittelständische Unternehmen zu begleiten bei der digitalen Transformation von Strategie bis hin zu der Digitalisierung und der Erstellung neuer Geschäftsmodelle. Und zusammen mit Mind Digital, mit dem Bernhard Steimel, haben wir die Studie Digitale Vorreiter im Mittelstand dieses Jahr durchgeführt und haben dort etliche Unternehmen, Familienunternehmen der Top 1000 Mittelständler befragt. Die Idee dahinter war, herauszufinden, was denn die digitalen Vorreiter im Mittelstand besonders gut machen. Was sind die Erfolgsfaktoren? Denn wir suchten nach Mutmachern, um diesem ewigen, der Mittelstand ist noch nicht digitalisiert genug, etwas entgegenzusetzen. Und wir würden Ihnen gerne die wichtigsten Erfolgsgeheimnisse dieser Studie auch eben kurz darstellen. Und bevor wir das machen, würde ich ganz gerne kurz von Ihnen erfahren, mit der ersten Frage, wie Ihr digitaler Reifegrad einzuordnen ist, also der digitale Reifegrad Ihres Unternehmens, wie würden Sie diesen einordnen? Und dazu bitte ich die Regie einmal, die Slido-Frage einzublenden. Und bitte Sie hier zu antworten. Das geht relativ fix. Und wir sehen hier, dass wir sehr viele Starter haben und beschrittene, nur wenige Meister. Das ist ganz interessant. Das haben wir. Wir haben jetzt schon, ich glaube, das ist das achte Unternehmergespräch, was wir jetzt führen, und die Ergebnisse sind durchweg immer sehr unterschiedlich. Aber heute haben wir definitiv sehr viele Starter hier. Das finde ich sehr interessant und wir versuchen natürlich auch darauf einzugehen. Alles klar. Dann würde ich gerne noch eine zweite Frage stellen. Denn wir wollen so ein bisschen verstehen, was Ihre Herausforderungen sind bei der Digitalisierung, damit wir bei unseren Vorträgen und Diskussionen auch darauf eingehen können. Deswegen würde ich Sie bitten, hier einmal textlich einzutragen, was Ihre Hauptherausforderungen sind, damit wir hier so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen. Genau. Mindset-Wandel, Kultur, Change. Ich hoffe noch, dass zwei, drei Antworten reinkommen, dass wir so ein kleines Stimmungsbild haben. Ah, okay. Tagesgeschäft, Vision. Alle Mitarbeiter mitzunehmen. Das sind alles bekannte Themen, die wir auch feststellen in unserer Arbeit, aber auch bei der Studie. Und ich glaube, das ist eine super Basis, um darauf einzusteigen. Gerne können Sie weiterhin noch weitere Herausforderungen hier hinzufügen. Wir schauen uns das an und versuchen, darauf einzugehen. Vielen Dank erstmal für die Beteiligung. Und damit würde ich dann gerne übergeben an Bernhard Steimel, CEO von Mind Digital und Begleiter der Studie Digitale Vorreiter oder Herausgeber und Begleiter der Studie Digitale Vorreiter im Mittelstand. Und wenn ich hier kurz die PowerPoint finde, dann kann ich auch weiterklicken. Ich übergebe dann jetzt an Bernhard.
Ja, vielen Dank, Ulf, und herzlich willkommen im digitalen Off. Diese Studie Digitale Vorreiter im Mittelstand, das ist die zweite in einer Serie. Vor 2 Jahren haben wir bereits im Rahmen der Studie Digitale Dividende im Mittelstand uns die Frage gestellt, gibt es sowas wie einen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass sich digitale Transformation lohnt? Den konnten wir erbringen und tatsächlich ging es uns dann jetzt im Jahr 2019, Anfang 2020 darum herauszufinden, was sind die Erfolgsmuster für Unternehmen, die nicht digital geboren sind, weil darum geht's. Und für Sie vielleicht ein kurzer Background, wie sind wir vorgegangen? Wir haben wirklich uns fokussiert auf Unternehmen, die wir sozusagen als das Backbone der deutschen Wirtschaft ansehen können. Im Wesentlichen haben wir befragt Unternehmen, deutsche, große deutsche Familienunternehmen. Jedes zweite Unternehmen gehört zu den Top 1000 der deutschen Familienunternehmen oder ist ein Weltmarktführer. Und dadurch, dass wir uns wirklich jetzt so auf die Vorreiter fokussiert haben, sind wirklich interessante Erkenntnisse zustande gekommen. Und vielleicht die erste und wichtigste Nachricht, diese Vorreiter, was machen die? Die gehen Digitalisierung als ein strategisches Wachstumsprogramm an. Das heißt also, jeder dritte Euro geht in die Digitalisierung und ein Drittel unserer Studienteilnehmer verwenden mehr als 50% sogar der Investitionsmittel auf die Digitalisierung. Und dann natürlich die Frage, was bringt es in Euro? Und wir stellen fest, dass also die Investitionen sich auch wirklich lohnen. Jeder vierte Euro wird beispielsweise mit digitalen Produkten und Services verdient. Und die meisten digitalen Innovationseinheiten haben in den letzten 12 Monaten ihren Wert mehr als verdoppelt. Das ist wirklich bemerkenswert und dann stellt man sich die Frage, woran liegt das? Die Antwort liegt primär darin, dass diese Vorreiter sich auf den Weg gemacht haben, neue digitale Produkte und Services zu launchen. Dazu werden wir ja heute auch ein bisschen was erfahren von der Heidelberg. Und dass sie halt jetzt mittlerweile an dem Punkt sind, wo sie sagen, der Erfolgsnachweis ist da, die Kunden akzeptieren diese neuen Angebote. Und damit kommen wir zum zweiten wichtigen Erfolgsgeheimnis, nämlich die Frage danach, wo setzt man den Hebel an? Was ist eigentlich die erfolgreichste Strategie für die digitale Transformation? Wir sagen, Effektivität geht vor Effizienz. Und was bedeutet das? Traditionell haben wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder gesehen, dass IT-Modernisierung mit Digitalisierung sozusagen gleichgesetzt wurde. Es ging also um die Frage, wie kann ich digital restrukturieren, wie kann ich schneller, kostengünstiger produzieren durch eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung der Wertschöpfung. Und das ist aber eigentlich nicht das dominante Modell, wie wir es jetzt bei den Vorreitern entdecken. Die kommen eher aus der Kundenperspektive, aus der Nutzenperspektive, haben also im Grunde genommen von den großen Tech-Konzernen gelernt und suchen zunächst mal nach Möglichkeiten, durch digitale Services das bestehende Geschäftsmodell zu erweitern, durch neue smarte Services. Und im Fokus, ganz klar im Fokus, steht die Gestaltung neuer Kundenerlebnisse. Und das Besondere jetzt bei diesen digitalen Vorreitern ist, die kombinieren im Grunde genommen zwei Vorgehensmodelle. Das eine ist effektivitätsorientiert nah am Kunden zu innovieren und auf der anderen Seite aber auch Teams zu haben, die, wenn es dann gelingt, Effektivität zu erzielen, dann Effizienz auch in die Prozesse hineinzubringen. Also das könnte man jetzt als eine Art Tandem-Konstruktion zwischen interner und externer Digitalisierung bezeichnen. Eine der wichtigen Fragen, die wir uns gestellt haben, ja, wie wird denn eigentlich Innovation, wie findet Innovation statt? Was ist das bewährteste Innovationsmodell? Wir sehen, dass in Deutschland, der deutsche Mittelstand, ja, quasi die Digitalisierung ins Unternehmen hineinfrägt. Ja, das ist mit eigenen internen Teams,
zum Teil mit Intrapreneurship-Modellen. Aber es geht immer darum, langfristig das gesamte Unternehmen zu transformieren. So. Und häufig sind dann auch wieder Startpunkte zumeist Prozessinnovationen im Kerngeschäft. Allerdings haben wir festgestellt in der Befragung, dass immerhin jedes dritte Unternehmen auf Innovation mit externen Digitalisierungseinheiten setzt. Es, oftmals fällt dann auch das Wort davon, dass man bestimmte Fähigkeiten im Unternehmen so nicht hat und aber schnell vorangehen will. Und es geht im Kern immer darum, wir nennen das Innovation Hubs zu schaffen, um neue digitale Kundenerlebnisse zu schaffen, um das Geschäftsmodell zu transformieren. Um nur mal zwei, drei Beispiele neben der Heidelberg zu nennen, das ist zum Beispiel die Digital Unit von Cross-Packard oder das vielleicht ja auch ein interessantes Beispiel mal außerhalb des Industriebereiches, die E-Sports-Beteiligung von dem ersten FC Köln. Abschließend können wir feststellen, es gibt sowas wie eine Erfolgsformel. Ulf, wenn du vielleicht weiter blättern kannst, eine Erfolgsformel für, ja, wir nennen das digitale Unternehmermut für einfach machen, weil es geht letztendlich um mutige Entscheidungen. Wenn man Digitalisierung als ein Wachstumsprogramm angeht, dann heißt das im Kern häufig, man bleibt bei seinen Kompetenzen und versucht, diese Kompetenzen in die digitale Welt zu transformieren. Heißt im Klartext, ich muss mir bestimmtes Know-how auch von außen hinzuholen, um in diesen Entdeckermodus zu gehen. Das mache ich mit externen Digitalisierungsteams. Und ja, wir haben es ja gerade schon in der Anmoderation kurz gesehen. Es gibt kulturelle Fragestellungen, die damit verbunden sind. Ein neuer Mindset ist gefordert, sprich mehr Fehlerkultur, mehr Mut zur Lücke für Digitalisierung einfach machen. Und wer das sozusagen alles zusammenbringt, der hat die größten Erfolgschancen. Und damit gebe ich erstmal wieder zurück ins Plenum. Ja, danke Bernhard für diese Insights. Und wir haben jetzt einen Experten dabei, der diese Thematik schon behandelt hat. Tom Oelsner ist COO und Leiter des Bereichs Digital Innovation und Data Science bei der Heidelberger Druck, Leitung des Heidelberger Digital Units. Und wir haben jetzt hier bei den Befragen oder den Fragen, bei den Antworten aus dem Publikum zwei Sachen, die ich nochmal rausheben möchte. Einmal die Frage, ja, wo fängt man überhaupt an? Und wie vereinbare ich Tagesgeschäft mit den neuen Zielen, die ich mir vielleicht gestreckt habe? Und ja, ich freue mich jetzt, übergeben zu können an Tom Oelsner. Und vielleicht kann er uns ein bisschen helfen, diese Fragen vielleicht nicht zu beantworten, aber Hinweise zu geben, wie man sowas lösen kann. So, ich hoffe, ich bin zu hören. Mein Name ist Tom Oelsner, ich bin COO der Heidelberg Digital Unit und freue mich heute präsentieren zu können, unseren Case hier in dieser Session. Und die Überschrift dieses Teils heißt Zukunft durch Digitalisierung, weil Digitalisierung ist für die Heidelberger Druck und wie für die ganze Druckbranche, obwohl große Teile analog stattfinden, die absolute Zukunftsstrategie, weil ohne Digitalisierung wird es nicht funktionieren. Bitte mal zur nächsten Folie. Kurzer Überblick zum Unternehmen. Wie ist die Situation? Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung, dass Internet Druckprodukte verdrängt, ist es so, dass das sogenannte Print Production Volume, PPV, jährlich konstant bleibt. Das hat damit zu tun, dass ganz viele Druckprodukte, die wir nicht als solche wahrnehmen, stetig an Volumen und Wert gewinnen. Das sind insbesondere Verpackungen, Pharma, Lebensmittel, Label, das ist eine nette Ginflasche, die das Volumen, was in dem sogenannten Akzidenzdruck, also Werbesachen und so weiter, durch das Internet verloren geht, normalerweise kompensiert, mehr als kompensiert. Und wir sind dort letztendlich der Führer in der sogenannten Sheet-Fed-Offset-Technologie. Das ist
das Verfahren, was für großvolumigen Druck am meisten angewendet wird. Das Unternehmen hat eine riesige Herausforderung, weil wir kommen von einer schwarzen Kunst. Wir sehen dort auf der linken Seite eine Werbeanzeige der Heidelberger Druck aus dem Jahr 1993. Das ist also noch nicht so lange her. Ein typischer Familienbetrieb im Schwarzwald. Der Mann steht an einer Maschine, die Ehefrau schreibt die Rechnung und es wird in einem Dorf im Schwarzwald alles gedruckt, was man so braucht, vom Kirchblatt über Sportanzeige und so weiter. Das findet immer noch statt, nur auf der rechten Seite sehen Sie, wie das heute aussieht und zwischen diesen beiden Bildern liegen halt so 25 Jahre. Also eine extrem kurze Zeit. Drucken ist heute industrielle Produktion. Das sind alles Heidelberg Druckmaschinen, die Sie dort sehen und da steht die kleine Zahl 430 auf der Maschine. Das heißt, diese Druckerei hat 430 Mal das Produktionsvolumen von dem Kleinhandwerker, den wir vor 25 Jahren als typischen Kunden hatten. Das ist die Herausforderung für das Unternehmen und die wird bei industriellem Drucken letztendlich auch anders gestellt. Als eins ändert sich die Kundenbasis massiv und wir sehen hier bei dem von uns liebevoll genannten Milky Way, also der Milchstraße, einen Ausdruck, was im Markt noch passiert. Diese industriellen Drucker optimieren ihre eigene Produktion, werden also mit der von uns gelieferten Maschine immer, immer produktiver. Und die Ausgangsaussage, dass das gesamte Druckvolumen weltweit stabil bleibt, heißt für Heidelberger Druck, es werden immer weniger Maschinen gebraucht, weil durch das Konzentrieren in einer industriellen Produktion, die noch dazu stetig verbessert wird, der Maschinenbedarf sinkt. Das ist die Ausgangssituation, der das Unternehmen seit über 10 Jahren massiv ausgesetzt ist. Und was letztendlich auch das Thema Digitalisierung auf dem Plan ist. Was können wir tun? Nächste Folie. Wir haben viel getan. Es gibt noch einen kleinen Ausflug zur Historie. Ich bin schon vor der Gründung der Heidelberg Digital Unit bei der Heidelberger Druckmaschinen AG gewesen und verschiedene Innovationen getrieben. 2018 haben wir den Schritt gemacht, eine eigene Digital Unit zu gründen, um uns auf 3 Themengebiete zu konzentrieren mit ganz klarem Kundenfokus. Sie sehen hier Visionen und Missionen von dieser neu gegründeten Einheit, teilweise durch Übernahme von Mitarbeitern, aber auch als Employer Brand. Das heißt, wir haben unter einer Heidelberg Digital Unit GmbH auch massiv eingestellt, um attraktiv zu sein am Arbeitsmarkt gegen in Rhein-Neckar ebenfalls vorhandene Möglichkeiten, die heißen BASF, SAP in unserer Nachbarschaft und dagegen zu konkurrieren und letztendlich junge Talente zu finden. Es geht bei uns um neue Geschäftsmodelle und schlanke Prozesse und die Mission heißt letztendlich, die Zukunft von Heidelberg liegt in dieser Attraktivität der Industrie, die wir nur mit Digitalisierung. So, jetzt können wir weitermachen. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich jetzt, wie eingangs auch gesagt, mit der digitalen Immigration. Wir kennen das ja von uns Menschen, Digital Immigrants, ich gehöre definitiv dazu, bin also hier etwas grauhaarig. Das heißt, mich gab es schon auf dieser Welt, bevor das Smartphone erfunden wurde. Das wird sich nach und nach ändern, weil die Generationen, die nachfolgend sind, die Welt nur mit Internet kennen. Und dasselbe tritt für ein Unternehmen wie Heidelberger Druckmaschinen ein, die letztendlich was über 150 Jahre existiert. Und auf der nächsten Folie sehen wir, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben begonnen im Jahr 2004, also sehr, sehr zeitig als Pionier, war mein erstes Projekt dort, etwas einzubauen, was sich heute IIoT nennt. Das Wort war damals noch nicht erfunden, muss man fairerweise sagen. Aber die Heidelberger Druck stand vor dem Problem, dass so eine sehr komplexe Maschine schwierig mit einem Serviceeinsatz zu reparieren war. Deswegen hatte der damalige Entwicklungsvorstand einfach die Vision, lass uns alle Druckmaschinen über das damals stark aufkommende Internet verbinden. Die Maschinen sind sowieso in der Druckerei vernetzt. Und damit
zwar nicht den Servicetechniker-Einsatz selbst zu sparen, aber zumindest die Ersatzteilklärung zu regeln, sodass man mit dem First-Time-Fix eben mit einem Besuch das Problem lösen kann. Dieser Business Case war so überzeugend, und wir reden hier über achtstellige Euro-Beträge pro Jahr, die in so einem Case drinstecken, weil es ein großer Unterschied ist, ob ich weltweit unterwegs bin, um Maschinen zu reparieren und dafür 2, 3 Ansätze brauche oder eben das beim ersten Mal tue, dass wir bereits 2004 begonnen haben, in die Serienproduktion der Druckmaschine ein Modul, Softwaremodul einzubauen, was die Maschine übers Internet vernetzt. Und irgendwann später wurde der Name IoT erfunden. Das heißt, unser Treiber ist das Thema Service. Und wir haben begonnen mit Real-Time-Services. Da geht es, das klingt toll, erstmal ganz um Remote-Diagnose, ganz einfach. Das heißt, wir schalten uns auf die Maschine auf und schauen mal, was los ist. Aber es kam dann über die Zeit in einem Evolutionsprozess mehr und mehr Services dazu. Deswegen Immigration ins Digitalzeitalter, das heißt eine konstruktiv ohne das Internet arbeitende Druckmaschine wurde nach und nach in das Internetzeitalter sozusagen überführt. So, aus dieser Heidelberg Cloud werden verschiedene Dienstleistungen abgeleitet, und nur als Überblick, so sieht das in unserem Service Center jeden Tag aus. Snapshot von Mitternacht letzten Monats etwa. Jeder grüne Punkt, den man hier sieht, ist eine Druckmaschine, die in diesem Moment Daten an unsere Servicezentrale übermittelt. Das heißt nicht, dass die Maschine defekt ist, sondern dass sie auch normale Lebenssignale oder Zustandsmeldungen von sich gibt. Man sieht die Tag-Nacht-Grenze ein bisschen, das heißt Dreischichtbetrieb, industrielle Produktion, hatte ich erwähnt, ist das Normale, was wir hier sehen. So, nächste. Ich hatte ja von Evolution gesprochen. Als dieses Netzwerk letztendlich da war, haben wir ab 2004 überhaupt verstanden, was denn es bedeutet, dass die Maschine jetzt digital mit uns spricht und wir dort nicht mehr anrufen müssen. Und der nächste Schritt war die Einführung des E-Calls. Auch jetzt schon 12 Jahre zurückliegen. Weil die Logik heißt letztendlich, warum soll uns ein Mensch anrufen, um uns mitzuteilen, dass die Maschine kaputt ist? Das weiß die Maschine doch eigentlich am allerbesten. Wir haben festgestellt, auch wieder in einer Untersuchung mit den Kunden gemeinsam, Design Thinking, dass zwischen dem Störfall, bis der Kunde uns anruft, normalerweise 30 Minuten vergehen. Das kennen wir alle aus dem Privatleben. Wir probieren nochmal, wir booten nochmal und so weiter. Eigentlich ist aufgrund der Störungsmeldung ohnehin klar, ob das fruchtet oder nicht. Deswegen allein diese 30 Minuten zu sparen in so einer industriellen Produktion hat wiederum diesen Fall E-Call getrieben. Wir bekommen eine ganz klare Störungsmeldung der Maschine, die ist auch nicht subjektiv durch eine Fehlerbeschreibung des Kunden beeinflusst. Und aufgrund dieser Störungsmeldung ruft unser Techniker den Kunden zurück und vereinbart mit ihm den Einsatz oder hat vielleicht sogar eine Lösung, wie man unter Umgehung von gewissen Sachen so weiterarbeiten kann. Das heißt, wir sind mit dem E-Call von reaktiv auf proaktiven Service gewechselt. Der nächste Schritt in der Evolution war die Einführung eines Smart Service, wie wir ihn heute nennen, digitale Dienstleistung. Das heißt, da wir von jeder Maschine eben den Produktionszustand kennen, also vergleichbar beim Auto der Tachometer, wie viel läuft denn da durch, wie schnell läuft die Maschine und ähnliches, berechnen wir in der Produktion den sogenannten OEE, also den Effektivitätsfaktor der Maschine, und jede Maschine, die angeschlossen ist, gibt uns diesen Wert. Wir haben diesen Sternenhimmel, den ich eingangs schon gezeigt habe, analysiert, und es gibt eine Beratungstruppe bei Heidelberg, die mit dem Kunden gemeinsam eine Performance-Beratung vornimmt, und das hat die vor digitalen Zeitalter per Excel gemacht. Wenn man aber diese Daten über dieses Netzwerk, die IoT-Wolke Heidelberg Cloud, vorab empfängt, ist diese Beratung als eins viel effizienter und greift jetzt auf den Gesamtbestand dieser Maschinen zurück. Und was man hier mit dem Pfeil sieht, ist letztendlich ein Benchmark, wo man sagt, jeder Kunde produziert mit folgenden OEE ein
vergleichbarer Kunde, der immer auf dieser X-Achse letztendlich übereinander steht, hat ein ähnliches Produktionsprofil, produziert nur viel effizienter. Was macht der denn anders? Was sind die Möglichkeiten? Wo kann dieser Kunde in einer Produktivitätssteigerung überhaupt hinwachsen? Das ist mit einem solchen Beratungsansatz möglich und haben wir als digitalen Service erfolgreich seit 2015. Von dem Erfolg dieses Beratungsansatzes waren wir ein bisschen überrascht. Und das jüngste Kind in der Familie ist das, was wir hier sehen. Das ist unser Pet. Auf künstlicher Intelligenz basierter Assistent, weil um so einen Berater auszubilden, bedarf es eine Menge Zeit. Sie haben normalerweise Funk- und Medientechnik studiert und mindestens 10 Jahre Berufserfahrung. Gleichzeitig ist es so, dass wir 50-60% der Beratungsfälle sich wiederholende Muster haben. Also ein typisches Muster, was ich einer KI übertragen kann, nicht um den Experten entbehrlich zu machen, sondern um den Experten zu unterstützen. Mal, da ist eine Animation drauf, da muss jetzt noch so ein Bild kommen. Wir haben also die Heidelberg Cloud. Wir schieben in die Heidelberg Cloud letztendlich ein Stück künstliche Intelligenz hinein, was diese Auswertung und Vergleiche macht. Und auf der nächsten Folie ist gezeigt, wie das funktioniert. Ja, kommt das Gehirn. Wir haben also nicht mehr die Daten nackt, sondern das Gehirn arbeitet damit. So, wie ist die Wirkungsweise von dieser Advisor-Technologie? Ich will jetzt mal durchklicken. Im ersten Schritt beobachten wir letztendlich das Muster, diese Zeitreihen, wie man das an diesem Sternhimmel sieht, wie entwickelt sich diese Produktivität über die Zeit. Was kann ich für Vergleichsgruppen bilden? Das sind typische Sachen, wo eine KI gut einsetzbar ist. Wir haben diesen Pet mit Expertenregeln gefüttert. Wir brauchen am Anfang letztendlich sehr gute Regeln zum Start, damit die Bilder, die wir dort erkennen, verbunden werden mit Handlungsempfehlungen, Lösungsvorschlägen. Nächste. Tritt ein gewisser Trigger ein, wird diese Handlungsempfehlung letztendlich dem Kunden gespiegelt und dieser Und am Ende setzt der Kunde diese Empfehlung um. Oder einer der Empfehlungen. Meistens gibt es mehrere Vorschläge. Weiter. Die Auswirkungen auf das Muster werden beobachtet. Ganz typisch. Es gibt auch ein Nutzerfeedback. Der Nutzer kann per Sterne-Ranking bewerten, war das okay. Es gibt eine Handlungsempfehlung per Video. Das war verständlich, einfach, hat mir was geholfen. Und der Regelkatalog, und das ist jetzt wiederum der KI-Ansatz, wird permanent angepasst. Das heißt, Sachen, die gute Wirkung zeigen, kommen im Ranking voran. Sachen, die eher selten zum Erfolg führen, sinken im Ranking ab. Das Interessante an dieser Technologie ist, dass diese Ranking-Auswertung jetzt auch durch unseren Experten im individuellen Beratungsprozess verwendet werden. Das heißt, dieser dort entstehende Regelkatalog ist auch wiederum Basis für unser Beratungsteam. Nächste. Packt man das jetzt alles zusammen, sind wir jetzt vorangekommen über digitale Immigration, indem wir Druckmaschinen ausgerüstet haben. Sensoren hatten die schon immer viele, die sind vernetzt und wir haben eine Heidelberg Cloud aufgebaut. Es gibt neue Service-Modelle drüber, ich würde aber noch nicht im Kern sagen, das ist ein neues Geschäftsmodell, sondern wir haben halt Mehrwert-Services obendrauf gesetzt. Ein wirklich neues Geschäftsmodell ist unter dem Titel Subscription mit Gründung der Heidelberg Digital Unit auch als Business-Auftrag entstanden. Und das ist jetzt wirklich ein revolutionärer Schritt, indem wir die Art und Weise, wie wir Maschinen verkaufen, komplett hinterfragen. Man sieht ja in diesem Diagramm grob dargestellt, wie funktioniert ein Investitionsgütergeschäft im Maschinenbau. Es gibt einen großen Anfangsbetrag, den der Kunde auf den Tisch legt, wenn er die Maschine investiert. Wir reden bei so einer Druckmaschine auch über 7-stellige Beträge, die das initial kostet. Und über die Nutzungsdauer der Maschine beim Erstkunden Standzeit 7-8 Jahre, dann wird die nächste Maschine als Ersatz verkauft.
andere gehen in einen gebrauchten Maschinenweg. Darüber gibt es natürlich noch einen leichten Anstieg, weil es gibt Wartungsverträge, Service, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, die Heidelberg auch verkauft. Das Subskriptionsmodell geht anders vor. Das Subskriptionsmodell packt jetzt das gesamte Angebot von Heidelberg, nämlich die Maschine und die Services, die man braucht, um in dieser Produktivität voranzukommen, in ein Paket, was der Kunde letztendlich per Subskription erwirbt. Das Ding heißt deswegen Subskription, weil der Kunde subscribt an unserem Wissen. Das heißt, er subscribt an diesem Pad, wie ich es gerade vorgestellt habe. Aber damit er in diese Performance kommt, erhält er von uns auch Predictive Monitoring, diese Performance-Beratung, einen 7x24-Stunden-Repair-Service und die Belieferung mit Verbrauchsmaterialien, die diese hohe Qualität sicherstellen. Und es ist in der amerikanischen Studie auf der rechten Seite zu sehen, welche Performance-Reserven möglich sind, wenn man von einem Durchschnittskunden letztendlich zu so einem Peak-Performer wird, was möglich ist, wenn man diesen Stern nimmt. Nächste. Hier ist ein Beispiel aus Deutschland. Wir haben Januar 2018 gegründet. Wir sehen hier einen Kunden mit einer Referenz September 2018, war einer unserer ersten, die dort eingestiegen sind. Originalzitate von dem Kunden letztendlich, und wir sehen die Wirkung, die dieses neue Angebot und wirklich neue Geschäftsmodell für den Kunden hat. Wir gehen mit dem Kunden, ich sage gerne, eine Wette ein auf Performance-Steigerung, nur das ist keine feindliche Wette, wo einer Recht haben will, sondern wir gehen in einer Synchron vor. Das heißt, beide Parteien wetten auf Sieg. Das ist die Kiste des Subskriptionsmodells. Wir haben einen Berater, der sagt, bei dir sind Leistungssteigerungen möglich und es ist im Kundeninteresse, diese Leistungssteigerung auch zu realisieren. Es ist sozusagen ein dauerndes Lean-Management-Projekt als Subskription. Und man sieht die Wirkung, die dort eingetreten sind bei dem Kunden, und der Zeitraum zwischen dem Startpunkt, wo wir in den Vertrag eingestiegen sind, Ende November 2018 in diesem Beispiel, bis März, das heißt, da liegen 4 Monate dazwischen, haben auf diesen OEE bereits einen Einfluss von 10%. Das heißt, das dort von uns gelieferte Equipment wird besser ausgenutzt, der Kunde wird erfolgreich. Erfolgreicher Kunde für uns heißt Zukunft durch Digitalisierung. Das ist ein Kunde, der uns erhalten bleibt. Nächste. Wie funktioniert das mit der Verbreitung weltweit? Ganz häufige Frage, wie kann denn jetzt so eine Heidelberg Digital Unit, und wir reden, wichtig ist zu verstehen, wir haben uns für ein Modell entschieden, wo die Heidelberg Digital Unit auf dem Firmengelände der Heidelberger Druck ganz nah bei den anderen Einheiten sitzt. Wir sind also nicht nach Berlin gegangen oder haben irgendwo im Off gegründet. Die Geschäftsführung der Heidelberg Digital Unit ist gleichzeitig der Vertriebsleiter weltweit für die Heidelberger Druckmaschine. Das heißt, ich habe direkten Zugang zum Vertriebsnetzwerk und kann damit die Vertriebskollegen weltweit über diese neuen Geschäftsmodelle informieren und letztendlich Potenzialkunden identifizieren, die in dieses neue Modell einsteigen. Das ist uns inzwischen in 12 Ländern gelungen. Heidelberg ist in insgesamt 35 Ländern durch Direktvertrieb vertreten. Und wir gehen davon aus, dass dieses Modell weiter voranschreitet. Wir sind entsprechend unseren Businessplanungen sehr gut unterwegs. Nächste. Jetzt kommen wir zu den Digital Natives. Also was passiert denn jetzt neueren Datums? Und das vielleicht als Ergänzung zu dem, was wir als Geschäftsmodell entwickelt haben. Nächste. Die Digital Natives sehen wir hier. Das ist eine Firmenseite eines typischen Kunden von uns, sitzt in Darmstadt, stellt Faltzettel her, wie wir sie aus unseren Pillenpackungen, Arzneien kennen. Und letztendlich super erfolgreiches Unternehmen. Aber was wir beobachten, sieht man dort rechts, der Unternehmer und die nächste Generation.
Das heißt, der Gründer übergibt an die Nachfolgegenerationen, das ist jetzt das Unternehmen letztendlich in den Hand von Leuten, die Digital Natives sind. Und das sind unsere Ansprechpartner, die jetzt von uns Dienstleistung und professionelle Beratung erwarten. Dieser Wechsel findet weltweit statt und hat uns letztendlich dazu veranlasst zu sagen, wenn wir ein solches digitales Produkt und neues Geschäftsmodell auf den Markt bringen, dann müssen wir auch in eine Digital Customer Journey investieren. Es gibt dazu keine Alternative. Weil ein Kunde, der in so ein Vertragsmodell einsteigt oder auch solche Smart Services nutzt, möchte nicht zum Telefonhörer greifen oder irgendwie mit uns per Fax kommunizieren, sondern braucht Real-Time-Zugang zu unseren Serviceleistungen. Ist der Techniker unterwegs? Wann kommt das Ersatzteil an? Welche Performance hat meine Maschine jetzt? Und bin ich denn, wenn ich in so einen Subskriptionsvertrag einsteige, in dem Range der Produktivität, die wir vereinbart haben? All das wird über ein digitales Portal der Heidelberg Assistant dem Kunden in die Hand gegeben und war für uns der Meilenstein, um dieses Thema digitaler Reifegrad auch wirklich als Prüfstein zu messen. Weil ich erinnere mich an Studien der FAZ aus der Finanzkrise, da gab es eine schöne Medienbefragung und die haben den Deutschen nur zwei Fragen gestellt. Das erste war, denken Sie, dass die Deutschen eher optimistisch oder pessimistisch sind? Und die Antwort war, ja, so 80-20, ich kenne die genauen Prozentzahlen nicht mehr, aber Deutsche sind eher pessimistisch. Die zweite Frage, die dieses Marktforschungsinstitut gestellt hat, war, sind Sie eher ein Optimist oder ein Pessimist? Und merkwürdigerweise waren 70% der befragten Deutschen selbst optimistisch. Und man sieht bei einem solchen Kundenportal die Herausforderung, dass ein Unternehmen wirklich sich digital wandelt, macht sich an so einer Digital Customer Journey letztendlich bemerkt. Weil hinter diesem Portal steht letztendlich die gesamte Digitalisierung des Unternehmens. Sie können so ein Kundenportal nur anbieten, wenn die Serviceprozesse so sind, dass Sie die auch dem Kunden zeigen können. Wenn das klar ist, dass Sie ein Ersatzteil-Tracking haben, wenn Sie die Maschinen verbunden haben und so weiter. Das heißt, der Prüfstein, wie weit sind Sie digital, können Sie an sowas gut ablesen. 80% unserer Kunden nutzen das heute. 50% ist die wöchentliche Nutzungsrate, was für so ein Industrieportal ein hervorragender Wert ist. Nächste Folie. So sieht das beispielsweise aus für einen Subskriptionskunden. Das heißt, der hat eine Startlinie. Wo kommt er her bei Vertragsbeginn? Das haben wir vorhin bei dem Beispiel gesehen. Es gibt einen Monats-Monats-Vergleich, sieht man unten ein bisschen in der Grafik auf diesem Bildschirm. Und es gibt eine Ziellinie. Dort ist vereinbart eine Hinentwicklung über einen gewissen Zeitraum. Man sieht bei diesem Kunden, das funktioniert ja ganz gut. Und der produziert auf dem vereinbarten Level, was beide Parteien vereinbart haben als Geschäftsmodell. Nächste. Ja, auch animiert. Das heißt hier nochmal zusammengefasst die Botschaft. Wir starten mit der Digitalisierung der Maschine. IoT ist das Schlüsselwort. Bei uns heißt IoT Heidelberg Cloud, das heißt die Firmencloud, die anonymisiert Maschinendaten aufnimmt, verarbeitet und letztendlich auch mit einem Stück KI versehen ist. Das ermöglicht uns, digitale Services am Markt zu etablieren, diese digitalen Services auch zu neuen Geschäftsmodellen zu bündeln. Aber wir müssen diese digitalen Services und Geschäftsmodelle mit einem digitalen Kundenerlebnis verbinden. Das heißt, sowohl das Kundeninteresse, der Abschluss eines Kaufs, Stichwort E-Commerce, die Nutzungsverfolgung führen zu einer Loyalität über eine digitale Kundenbindung. Die beiden Elemente gehören pflichtweise zusammen. Nächste. Ausblick, wo geht's hin? Unser aktueller Arbeitsstand heißt Heidelberg Plus. Wir sprechen von einem Ökosystem. Das heißt, Digitalisierung treibt auch Partnerschaften voran.
Heidelberg als Konzern und großer Player in dieser Druckindustrie kann viel tun, aber es geht mit Partnerschaften zur Erfüllung letztendlich einer Kundenlösung nur gemeinsam mit weiteren Spezialisten. Und da hat Digitalisierung einen extremen Katalysatoreffekt, weil Digitalisierung ermöglicht es, relativ einfach Partnerschaften einzugehen. Viele dieser Dienstleistungen sind cloud-basiert. Ich kann viel zusammenstellen, um letztendlich an diesem Kundenerlebnis und der Erbringung von Services auch gemeinsam mit Partnern zu arbeiten und dem Kunden ein wirklich nahtloses Erlebnis zu liefern. Wir kennen das aus dem Privatleben. Airbnb startete als Zimmervermietung. Heute kriege ich eine Reiseempfehlung. Vor Corona-Zeiten war das noch so. Plus das Thema, was ist heute im Theater? Ich kann ein Taxi buchen und so weiter. Für uns geht das in drei Richtungen weiter neben dem digitalen Kundenerlebnis. Also eins werden wir dieses Subskriptionsmodell, was heute für Druckmaschinen existiert, weiter ausbauen. Heidelberg stellt viele weitere interessante Produktlinien her. Auch da sind neue Geschäftsmodelle in Planung. Wir werden das Thema datengetriebene und KI-getriebene Services weiter ausbauen. Nicht jeder braucht das gesamte Paket, nicht jeder ist für das Thema Subskription geeignet aus vielerlei Gründen, aber die datengetriebenen Services sind unabhängig davon Erfolgsmodell. Und die Art und Weise, wie ich einkaufe, wie gesagt, Stichwort E-Commerce, Marktplatz, Reichweite, möglichst breites Sortiment bieten, ist das klassische Modell, wo ich auf Partnerschaften setze. Zusammenfassend aus meiner Erfahrung der letzten Jahre in dieser Reise, die ich seit 2004 letztendlich begleitet habe, von der Maschinenanbindung bis zu dem, was sich heute in Entwicklung befindet zum Thema Ökosystem, sehe ich drei Kern-Challenges. Ja, das erste ist, die Digitalisierung verändert unsere Industrie. Umfassend diese Erkenntnis ist heute eigentlich bei jedem Mitarbeiter von Heidelberg da, weil das ist so markant, dass man das nicht übersehen kann, wenn man das leugnet. Thema Key Learning. Wenn wir den Wandel nicht selber gestalten, werden wir auf der Strecke bleiben. Das ist das Thema, was letztendlich die Motivation sein muss, um zu handeln. Zweite Key Challenge, tradierte Strukturen eignen sich nicht gar nicht, aber weniger für agile Innovation. Das heißt, natürlich ist die Entwicklung von einer Druckmaschine, klassischer Maschine und so weiter anders zu organisieren und mit anderen Normen und Zeitrahmen verbunden wie ein digitales Produkt, eine Customer Journey, ein digitaler Auftritt. Reaktionszeiten sind anders. Wir reden über Agilität, Fail-Fast und ähnliche Strukturen. Dafür eignet sich ein Corporate Startup nach unseren Erfahrungen sehr gut. Das heißt, sie bauen einen Inkubator, der innerhalb der Corporation agieren kann und die digitalen Marktanforderungen adressiert. Das ist nicht so, dass diese Heidelberg Digital Unit besser ist, aber sie ist besser angepasst für das, was im digitalen Umfeld gefragt ist. Und die dritte Key Challenge ist letztendlich die Kultur betreffend, weil mit diesem Ansatz treffen jetzt ganz zwangsläufig zwei Kulturen aufeinander. Die einen müssen anders agieren, das sind Maschinenbauer, die anderen sind Digitalos und die müssen sich miteinander verstehen und letztendlich auch wertschätzen, weil die sind so, weil das auch Stärken der jeweiligen Sparte sind. Und die Verbindung von Startup mit Großunternehmen ist eine spannende Sache. Das ist definitiv nicht konfliktfrei, aber das ist genau das Thema, was uns voranbringt. Das gemeinsam erfolgreich zu verbinden, ist das spannende Thema. Großunternehmen hat Nachteile, Startup hat Nachteile. Wenn sie die miteinander verbinden, ist das nicht so eine gute Lösung. Aber die Vorteile miteinander zu verbinden, ist der Erfolgsschlüssel. Das als Intro. Ja, super. Vielen Dank, Tom.
Toller Überblick. Mein Name ist Michael Buck, ich bin Geschäftsführer der Comedera, wie vorhin schon angekündigt. Wir wollen eine Diskussion führen. Wir haben hier den Bernhard Steimel, der mit uns zusammen die Studie gemacht hat, durchgeführt hat und den wir auch schon länger aus dem Beratungsgeschäft sehr gut kennen. Und den Tom Oelsner, der sich mit seiner Visitenkarte vorgestellt hat. Wir hatten das Vergnügen, schon mal einen Podcast aufzunehmen. Deswegen habe ich einen gedanklichen Vorsprung im Sinne dessen, was du schon erzählt hast. Aber da waren sehr, sehr viele Punkte drin, die mich inspiriert haben. Und wir wollen gucken, dass wir das Panel so angenehm wie möglich machen und auch in der Zeit bleiben. Falls Sie als Partizipant Fragen stellen möchten, die Slido-Fragestellungen sind offen. Unter 30618 können Sie Fragen reinwerfen. Wir versuchen, die mit einzubeziehen. Wenn Sie welche haben, eine ist schon da, deswegen gerne Fragen zum Thema in Slido und wir gehen darauf ein. Und als Eingangsfrage, Tom, du hast jetzt den Case sehr, sehr schön vorgestellt, der ist natürlich technischer Natur. Wir haben schon sehr viel darüber gesprochen, wie das ganze Thema Inkubation oder Innovationseinheit sich mit dem Konzern verträgt. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie ihr den Ansatz gewählt habt. Ich glaube, ihr habt einen sehr spannenden Ansatz, wie ihr organisatorisch aufgestellt seid und wie sich das im Prinzip ergeben hat als Einstieg in das Wie, bevor wir nachher nochmal auf das Was kommen. Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe vorher schon im Konzern gearbeitet und es gab halt verschiedene Innovationsinitiativen. Ich habe unmittelbar, bevor ich Gründungsmitglied der Heidelberg Digital Unit war, die Verantwortung für das Thema Sales Excellence bei Heidelberg. Und das klingt erstmal so, als wenn das gar nichts miteinander zu tun hat, aber wir haben das Thema digitales Marketing und eben diese Digital Customer Journey in diesem Umfeld bearbeitet. Und beginnend 2018 war für uns klar, wir müssen das anders angehen. Ich habe gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern Berlin besucht, hat man damals so getan, 2017, um zu sagen, wie machen das denn andere? Wir haben uns Unternehmen wie beispielsweise Klöckner I angeschaut, die relativ zeitig in Berlin waren, 2014 nach dort gegangen, die gesagt haben, das ist für uns ein anderes Setup, wir wollen ja völlig anders agieren, Loft, alles wie man es kennt, all Duisburg halt schlecht und wir wollen das so aufsetzen. Wir haben damals gemeinsam die Erkenntnis gehabt, das wird so für uns nichts, weil wir waren einfach für Berlin zu spät. Also 2018 Berlin schon Hype. Und wir haben uns ganz klar für das Thema Rhein-Neckar-Region entschlossen, weil wir sind einfach selbst in einer sehr attraktiven Gegend. Wir haben mit Heidelberg, Mannheim super Universitäten in der Gegend, haben SAP direkt als Nachbarn. Also es muss uns eigentlich gelingen, nah am Kerngeschäft und damit auch nah am Kernunternehmen sowas aufzusetzen. Das haben wir als GmbH beginnend 2018 gegründet und letztendlich dann auch mit Mitarbeitern aus der Konzernstruktur und Neueinstellung gestartet. Das heißt, ihr seid also quasi organisch aus dem Unternehmen herausgestartet, habt es aber ganz bewusst aus dem Unternehmen herausgenommen. Gab es da eine klare Guidance, warum ihr das gemacht habt? Also eine Guidance ist das Thema Employer Brand. Das heißt, wir müssen uns für Digital Natives, kommt hier als Slido-Frage, letztendlich auch attraktiv zeigen an einem umkämpften Arbeitsmarkt. In meinem Team befinden sich heute Data Scientists. In der ebenfalls vorhandenen Marketingabteilung in der HDU ist das Thema digitales Marketing. Das sind alles junge, begehrte Leute, die heute Jobs finden und da müssen wir uns attraktiv positionieren. Und das haben wir im Rahmen der HDU GmbH letztendlich besser gestalten können, als wenn man im Konzern geblieben hat. Die Frage, wie viele Digital Natives sind im Unternehmen? Der Altersdurchschnitt der HDU beträgt heute 33 und ist damit deutlich anders wie vom Maschinenbau insgesamt. Also 33 in der neu gegründeten Einheit und wahrscheinlich Ende 40 oder Mitte 50 im Kerngeschäft.
Das kann ich, muss ich jetzt ehrlich gestehen, bin ich gar nicht ganz auskunftsfähig, weil ich kenne jetzt nur die eigene Zahl. Fakt ist aber, wir sind im Kern sicherlich über die. Ja. Nee, das ist auch nichts, für das man sich entschuldigen muss. Aber letztendlich ist es ja oft so. Ne? Wir haben ja sehr viele deutsche, sehr große Firmen, sehr erfolgreiche Firmen, die einfach eine sehr lange Tradition haben. Und da ist es natürlich klar, dass du einen Mitarbeiterstamm hast, der durch Loyalität lebt, der mit dem Unternehmen groß wird. Das war und ist ein Qualitätskriterium. Aber natürlich ist es schwierig, die Gap dann letztendlich zu schließen zwischen den Digital Natives und denen, die schon sehr lange im Unternehmen sind. Und wir kennen das aus dem Beratungsgeschäft. Das ist oftmals ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, die Attraktivität, die du angesprochen hast, wie kann man an so tollen Projekten arbeiten, wie kann man sich einbringen, das sind alles Themen, die kann man in so einer, ich sag mal, ausgegründeten Struktur zumindest schon mal besser machen. Aber im Kern suchen die Leute ja trotzdem wahrscheinlich die Nähe zu Heidelberger Druck, weil es ein großes Unternehmen ist, ein erfolgreiches Unternehmen. Und ihr könnt ja quasi beides bieten. Ihr könnt das große Unternehmen bieten und ihr könnt im Prinzip die Variabilität und Dynamik eines Startups bieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die jungen Leute am ehesten interessiert, genau diese Mischung zu haben. Das ist genau das, was ich mit Vorteile kombinieren meine. Das heißt, wir haben über die Vertriebsorganisation, Heidelberg hat, wie gesagt, Direktvertrieb in 35 Ländern der Welt, die Möglichkeit natürlich, Leute auch ein internationales Arbeitsumfeld zu bieten und unmittelbar nach dem Studium auch wirklich Kulturen der Welt kennenzulernen, weltweit zu agieren, gleichzeitig auch in der Start-up-Umgebung zu arbeiten. Und dieses Thema auch Integration Digital Natives halte ich auch für einen Vorteil, wenn man sehr wohl eine Start-up-Unit hat, die aber nah am Kerngeschäft platziert und jetzt, und das ist eine Managementaufgabe, darauf einwirkt, dass es in diesem Aufeinandertreffen der Kulturen, die Frage ist ja hier Integration Digital Natives, praktisch nicht zum Konflikt gerät, sondern wirklich zu was Konstruktivem. Weil es herrscht oft der Überschwank in meiner Wahrnehmung, ich bin selbst über 50, da zählt man schon zum alten Eisen, irgendwie so in der allgemeinen Wahrnehmung. Jetzt kommen die neuen Digital Natives, die wissen alles besser und die können das auch alles viel besser. Und das andere, die Ingenieure, die eine Druckmaschine bauen, das ist alles old-fashioned. Da ist ein bewertender Slang drin, der so nicht stehen bleiben darf. Deswegen, Mitarbeiter der Heidelberg Digital Unit durchlaufen ein Design Thinking Programm. Dort geht es um Human-Centric Design, dort geht es um Zuhören, dort geht es um Emotionen. Kunden und damit auch Mitarbeiter verstehen, damit ein Arbeitsverhältnis der gegenseitigen Wertschätzung entsteht. Weil wir brauchen genauso den Ingenieur, der in einem sehr soliden Wasserfallmodell, und das wurde eben schon mal 50 Jahre früher erfunden, die Maschine, ein Haus und so weiter baut, und wir brauchen den Agilen, und die müssen sich gegenseitig wertschätzen können, weil sie arbeiten in einer Methodik, die angemessen ist. Und da gibt es kein Besser und kein Schlechter, und es geht nur gemeinsam. Und das ist wichtig, dass man auf einem Firmengelände und mit einem Spirit das vereint. Und ich sehe die Gefahr, das ist vielleicht eine persönliche Meinung, wenn man nur weit genug weg vom Kernunternehmen zieht und was Cooles in San Francisco eröffnet, halte ich es für schwierig, diese Augenhöhe zu machen. Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, im Englischen gibt es den Begriff State of Mind. Alter ist eine Frage des State of Mind. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man, ich sag mal, Empathie und, du hast es vorhin gesagt, das Zuhören, Empathie, sich in den anderen reinversetzen können, ist altersagnostisch. Das geht in beide Richtungen. Und wenn man die Mischung gut hinkriegt, dann hat man, glaube ich, eine sehr gute gewinnende Formel für einen Inkubator. Und die Katrin Günther hat ja schon gefragt, die Erfolgsformel ist gültig, die wir gezeigt haben am Anfang, und das richtet sich jetzt vielleicht an Bernhard. Du hast mehr als 50 Tiefeninterviews geführt, und das Geschäft, ich sag mal, im Kleinen im Inkubator laufen zu lassen und Inkubationen zu betreiben und Pilotprojekte laufen zu lassen und MVPs zu entwickeln, ist eine Sache. Der Tom hat ja schon ein skalierendes Geschäftsmodell vorgestellt. Hast du andere Beispiele von Firmen, die, mit denen du gesprochen hast, die eben halt skalierende Geschäfte daraus ableiten konnten und sich dementsprechend auch, ich sag mal, im Großen dann aufstellen? Ja, mein Paradebeispiel ist in dem Fall die Industrienadel. Einer der Weltmarktführer ist die Gross Beckert im Bereich der Produktion von Industrienadeln, die unter anderem von der Textilwirtschaft genutzt werden.
ist eine etwas andere Story als die Heidelberg, weil Groß-Beckert gesagt haben, wir fräsen die Digitalisierung ins Unternehmen. Wir sind die vorgegangen, die haben tatsächlich sozusagen ihre besten Leute aus Vertrieb und Marketing mit IT-Lern, externen IT-Lern zusammengesetzt in einer Digital Unit. Das war dann auch räumlich zusammengeführt worden. Und eine wichtige Erkenntnis dort war eben auch, dass man, und das sehe ich ja auch bei der Heidelberg, dass man sagt, es werden doch digitale Produkte entwickelt, digitale Services, und die werden, man hat aber auch den Vertrieb dafür in einer Hand. Ne? Und das ist eben auch die Skalierung, wenn man dann feststellt, okay, das funktioniert. Ich will jetzt nicht auf Details des Produktes eingehen, aber die haben digitale Zusatzservices erschaffen und die haben auch den Portalansatz sehr konsequent umgesetzt und durch den Portalansatz eben auch Zwischenhändler ausschließen können und letztendlich auch ihre Vertriebsmarge erhöht. Und das Interessante bei der Groß-Beckert ist, dass das ein Unternehmen ist, was also traditionell sich wirklich sehr verschlossen zeigt, so nach dem Motto, wir sind schon fast in der Paranoia, wir wollen bloß nicht über unsere Erfolgsrezepte sprechen. Und jetzt gerade, ich glaube jetzt im November wird es also eine Besichtigungsmöglichkeit geben, glaube ich zumindest virtuell, dieser Digital Unit. Also spannendes Unternehmen, gutes Beispiel, und es zeigt, man kann darüber skalieren und die Erfolgszahlen, die sind eindeutig gewesen. Ja, sensationeller Case. Und das nächste ist mein Lieblingsthema, das sogenannte Tagesgeschäft. Tom, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt ist es bei dir so, du bist natürlich jetzt in deiner Unit ein Stück weit autarker, aber das Tagesgeschäft geht ja an dir auch nicht spurlos vorbei. Ich würde mal sagen, 100% unserer Kunden sagen das, dass das Tagesgeschäft eines erfolgreichen Unternehmens einfach die größte Hürde ist, um Innovation nachhaltig voranzutreiben, weil diese Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreich. Es ist ja nicht so, dass die rumsitzen, sondern die haben wirklich viel zu tun. Und ich glaube, es gibt da meines Erachtens keine wirkliche Erfolgsformel. Ich glaube, man muss sich im Prinzip das Tagesgeschäft in irgendeiner Weise strukturiert vom Hals halten können, damit man im Prinzip Platz für Innovation schafft. Bernhard, was sagst du dazu? Ja, da kann ich dann auch nur ein Zitat bringen vom Chef von der Haufe Group, der in den letzten 20 Jahren im Grunde genommen vom analogen Geschäftsmodell ein digitales gedreht haben, machen mittlerweile 90% ihrer Umsätze mit digitalen Produkten. Die sagen, unsere Unternehmensstrategie ist digital, also es gibt sozusagen keine logische Unterscheidung mehr. Und wenn wir eine Best Practice zusammenfassen können aus dem, was mir der CEO erzählt hat, der Reitwesener meinte, extreme Konsequenz zeigen. Er hat das immer mit dem Bild verbunden, burn down the ships behind you. Das ist ja, es gibt ja so eine kleine Story, dass die Conquistador, als sie nach Amerika gekommen sind, die Landungsschiffe abgebrannt haben. Und ich glaube, irgendwo haben sie noch was versteckt gehabt. Aber diese extreme Konsequenz zeigen ist, glaube ich, eins der wirklich wichtigen Erkenntnisse auch im Kulturwandel, weil die Mitarbeiter riechen das ja förmlich, wenn man, ob es denn da noch einen Weg zurück gibt, ob der das wirklich ernst meint, ob er wirklich alle Schritte dieses Planes geht. Und ich glaube, dieses persönliche Engagement der Geschäftsführung kann durch nichts weggemacht werden. So frei nach dem Motto, hier ist das Geld, geht mal digitalisieren. Das wissen ja alle, das funktioniert nicht. Ja, das kann ich bestätigen. Tom, was ist dein Patentrezept, um das Tagesgeschäft dir vom Hals zu halten, beziehungsweise vielleicht auch in der Kernunit Tagesgeschäft zurückzudrängen? Ja, wir drängen das Tagesgeschäft. Da muss ich dich leider enttäuschen, weil die Heidelberg Digital Unit ist mit konkreten Tagesgeschäftsaufgaben auch gegründet worden. Also wir sind nicht sozusagen auf der grünen Wiese gestartet. Zum Beispiel bei dem Data Science ist die Market Intelligence halt weltweit für die gesamte Organisation drin. Diese Einheit wurde dort mit integriert, weil halt die Skills, die ich dort brauche, sehr, sehr ähnlich sind. Und ich betrachte das ein bisschen als Diskussion Bierglas halb voll, halb leer.
Es ist aus meiner Sicht sogar gefährlich, eine Digital Unit auf der grünen Wiese ganz ohne Tagesgeschäft zu gründen und nur Neulinge einzustellen, weil natürlich Stallgeruch, der darf nicht so sein, dass es nur noch riecht, aber so ein bisschen Ahnung vom Unternehmen ist nicht so blöd. Und das heißt, wir haben heute eine Mischung, wo wir sagen, jeder hat letztendlich je nach Aufgabe einen gewissen Anteil von Tagesgeschäft. Das darf den nur nicht auffressen, weil das Tagesgeschäft auch nicht bereits 120% ausmachen. Und es gibt Freiraum, Innovationen zu denken, zu machen, zu implementieren. Aber es gibt immer auch eine Tagesgeschäftsaufgabe, die mal ein bisschen verlagert werden kann und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht eher positiv, weil halt eins erdet es die Leute und sagt, ich weiß noch, was hier eigentlich vorgeht und ich kann mich auch innovativ aus dem Tagesgeschäft herausbewegen. Ich habe auch viele Sachen gesehen, wo das, muss natürlich zum Menschentyp passen, als super motivierend empfunden wird, weil es natürlich jetzt auch eine Balance gibt. Ja, ich habe einen, der muss einen ganz trockenen Geschäftsbericht als Data Analyst auswerten. Keine Arbeit, die so wahnsinnig sexy ist, aber er hat als Data Scientist auch Raum für Kreatives. Und das ist auch ein Teil, wo man sagt, wenn das von der Balance funktioniert, muss Tagesgeschäft in der richtigen Dosis nicht schädlich sein, sondern kann Innovation eher befördern. Okay, also ich glaube, das Tagesgeschäft in dem Sinne, wie ich es gemeint habe, ist oftmals so, wenn du eine Innovationseinheit hast und du hast Manager, die über beide Fronten quasi verteilt sind. Das heißt, das sind Manager, die müssen im Prinzip im Hier und Jetzt im Kerngeschäft arbeiten und sind teilweise oder Teilbetrieb im Inkubationsprozess. Und die haben immer das große Problem, dass ihr Spannungsfeld einfach sehr groß ist und das mächtige Tagesgeschäft, ich sag mal, das Kerngeschäft einfach immer dominiert. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das viele haben, wenn sie zwischen den Welten quasi operieren, weil viele Firmen, auch vor allen Dingen kleinere Firmen, sehr kleine Firmen, die haben eben nicht die Möglichkeit, ich sag mal, komplette Innovationseinheiten zu gründen, sondern die müssen in irgendeiner Form organisch anfangen. Und da ist immer das Problem, dass nochmal Kerngeschäft gewinnt immer. Letztendlich sage von den meisten. Es fällt einfach sehr schwer, sich zu lösen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man mal die Inkubationsstruktur oder die Innovationseinheit hat, dann fällt wieder Tagesgeschäft an. Das ist absolut richtig. Aber das Tagesgeschäft, das die meisten von der Innovation oder von der Gründung überhaupt von so einer Innovationseinheit abhält, ist tatsächlich das eigentliche originäre Tagesgeschäft. Weil da kommt es eben zum Tragen, die meisten sind eben erfolgreich. Und das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, dass dieser Anfangsteil, bis du dann in so einer Innovation bist, einfach sehr, sehr schwer ist, mit dem Tagesgeschäft in Einklang zu bringen. Aber der Bernhard hat noch eine Frage. Ja, wir haben gar nicht über Corona gesprochen. Ist ja vielleicht auch ein Thema, was man nicht immer ständig und andauernd diskutieren will. Aber ich kann mich ganz gut daran erinnern, als ich den Tom Oelsner für diese Gesprächsreihe gewinnen wollte. Und er sagte so, Herr Steimel, ganz ehrlich, im Moment brennt hier die Hütte. Das war so Anfang März, glaube ich. Und habe ich gefragt, ja, dann läuft es gut. Und meinte er, ja, läuft wirklich richtig gut. Wir geben gerade diesen Print-Index heraus und ich kriege jetzt jeden Tag so viele Anrufe dazu. Bitte verzeihen Sie, aber ich habe im Moment überhaupt gar keine Zeit dafür. Und jetzt kommt meine Frage, Herr Oelsner, wie steht es darum? Weil das ist ja im Grunde genommen, geht das ja noch mal einen Ticken weiter, dass Sie Ihre Daten auch als eigenständiges Produkt definieren und im Freemium-Modell dann auch anbieten. Ja, genauso ist es. Also letztendlich die Wertschöpfung über diese Heidelberg Cloud ist jetzt eine Kernaufgabe der Heidelberg Digital Unit. Ich habe ja eingangs ein paar Services gezeigt, die man aus diesen Daten ableiten kann. Und im März war jetzt genau diese Situation. Wir sind in einen Lockdown gegangen und den hat Heidelberg getroffen, wie viele Maschinenbauer auch. Das heißt, das Unternehmen war wirklich 6 Wochen im Lockdown. Das Gelände war geschlossen, es konnten keine Maschinen gebaut werden. Also eine Druckmaschine hat über 30.000 Bauteile. Die Supply Chain ist zusammengebrochen, es war gar nicht mehr möglich. Aber der Gang ins Homeoffice ist uns relativ leicht gefallen. Ja, die Digital Unit arbeitet schon immer mit solchen flexiblen Konzepten. Diese Bewegung war eigentlich für die Mitarbeiter problemlos.
Und jetzt haben sich junge, kreative Leute Gedanken gemacht, was kann ich denn jetzt in dieser Corona-Krise als Kundenunterstützung mit diesen Daten anfangen. Und wir haben einen Report entwickelt innerhalb von 2 Wochen, wie man weltweit diese Produktion in einem Benchmark sieht und sagt, wir korrelieren die Corona-Infektionskurve in einem Land mit diesen Lockdown-Maßnahmen mit der Industrieproduktion, sodass Druckereien, unsere Kunden auch wissen, was ist denn los in meinem Land. Und das ist dieser kreative Spirit, den ich halt in einer agilen Einheit habe. Das war nie geplant, aber wir haben diese Daten auch ganz bewusst, um ein Zeichen zu setzen, frei ins Internet auf unsere Seite gestellt und sagen, ohne Registrierung sind diese Daten verfügbar, um damit auch einen Beitrag in die Industrie zu leisten. Weil es ist ganz klar, das ist die Branche steht unter Druck. Bei Corona hat es alle getroffen und die Frage ist einfach, wie kann man in dieser Situation jetzt was liefern, was letztendlich Orientierung gibt. Und das war eine starke Leistung für eine Digital Unit in den Corona-Zeiten. Also sehr gut. Also Corona sicherlich auch ein Impact. Digitale Geschäftsmodelle, normale Geschäftsmodelle, ich glaube, da hat jeder damit zu tun, aber sicherlich auch nochmal relevant, wie man sich aufstellt. Und ihr wart, das habt ihr mir vorher auch schon gesagt, ihr wart schon sehr digital. Ich glaube, aus eurer Innovationseinheit heraus gab es da kein großes Thema, aber wir haben Kunden, die haben im Prinzip ihre Mitarbeiter mit Desktop-PCs nach Hause geschickt und diese Desktop-PCs hatten keine Audiokarten. Das heißt, man konnte kein Videocall machen letztendlich mit diesen Desktop-PCs, die dann hunderte von Mitarbeitern mit nach Hause bekommen haben. Also das sind ganz praktische Probleme, die sich ergeben, wenn man feststellt, dass man eben halt nicht vorgesorgt hat für diese Themen. Aber das wäre nochmal, glaube ich, eine eigene Panel-Diskussion, die wir hier führen können. Ich will nochmal auf die Fragen eingehen, die hier reinkommen. Eine Frage ist bestimmt von einem Mitarbeiter von Comedera eingestellt. Inwieweit kann die Comedera konkret mit digitaler Transformation helfen? Da vielleicht nur ein Satz dazu. Patentrezept gibt es keins, aber es gibt Wege, denen man gehen kann. Und ich glaube, ein Tipp, den ich jedem geben kann, ist, dass es ganz, ganz viele Verständnisformeln für digitale Transformation gibt. Und die Erfolgsformel für uns lautet einfach nicht unbedingt das Allerrichtige, ich sag mal, herauszustellen, sondern dass das Management und die beteiligten Mitarbeiter ein Verständnis von digitaler Transformation haben. Und das ist eigentlich das, was man am Anfang erzeugen muss, ist, dass sich alle einig sind, nach was strebt man eigentlich. Und wie gesagt, das ist dann in dem Fall sekundär, ob es exakt das Richtige ist. Wenn aber kein Verständnis generiert wird, was digitale Transformation für das jeweilige Unternehmen wirklich bedeutet, dann rennen 13 Leute in 12 verschiedene Richtungen. Und das ist so eine Erkenntnis, die man auf jeden Fall nehmen kann. Am Anfang einfach einen gemeinsamen Nenner finden, um dann loslegen zu können, egal mit wem man das tut, ob man das selber tut oder mit Unterstützung, ist unser Lerneffekt, hilft auf jeden Fall schon mal. Und nächste Frage wäre, welche Fehler hat Tom Oelsen bei der digitalen Transformation gemacht und was hätte er mit dem Wissen heute anders gemacht? Also Tom, was würdest du deinem 40-jährigen Ich sagen, wenn du die Erkenntnisse mitgeben könntest? Ja, hinterher ist man immer schlauer, als hätte ich anders gemacht. Wir sehen ganz einfach vielleicht auch dieses Tagesgeschäftsthema. Ich habe ja gesagt, das ist auch von Vorteil. Das ist aber, wie du auch geschildert hast, von Nachteil. Dieses Ausbalancieren Tagesgeschäft zur Innovation ist eine Sache, die ich heute wahrscheinlich anders machen würde, um dort auch zu sagen, wie kann ich mit über diese Projektvielfalt steuern. Das fällt uns heute schwer, kann ich auch sagen. Diese Projekte wirklich zu priorisieren, weil nach einem ersten Erfolg ist es natürlich so, jetzt gibt es ganz, ganz viele Ideen, aber es gibt immer begrenzte Ressourcen. Und ich würde heute dieses Thema eines Entscheidungsprozesses und wann gehe ich in die agile Entwicklung, wie staffe ich das und ähnliches, ein Stück weit nochmal anders treiben, wie das bisher gelungen ist. Das ist sicherlich auch ein Lerneffekt zu sagen, wir kommen aus der klassischen Denke, kennen sicherlich viele, erstmal Business Case vorlegen mit Zahlen, die alle geschätzt sind, dann glaubt man daran oder auch nicht und dann darf man losmachen und so weiter. Das Vorhandensein eines, sage ich mal, Innovationsbudgets, wo Vertrauen drinsteckt, zu sagen, hier ist eine Menge X,
Wir wissen nicht, was wir damit tun werden im nächsten Jahr, aber das Vertrauen ist da, dass es etwas Sinnvolles sein wird. Das ist eine Sache, die wir uns langsam erarbeiten und die heute auch anders machen würden, weil das ist Element des Fundings und des Backbones eines Startups. Das ist nochmal ein Punkt, der vorhin auch aufkam. Ich glaube, wir haben einige Punkte gesehen zu Thema Kosten, Budget, Einschätzung etc. Jetzt geht es gar nicht um die konkreten Zahlen, sondern es geht darum, wie setzt man denn ein Budget fest für eine Innovationseinheit, wie ihr das gemacht habt. Also wie seid ihr an das Ertasten der Budgets herangegangen? Ja, also auch historisch, wie gesagt, war Frage war ja auch, was würde ich heute anders machen? Jetzt top-down, button-up, wie auch immer. Wir hatten halt einige Projekte, das Substitutionsprojekt habe ich als Beispiel erwähnt. Dort gab es natürlich Schätzungen und auf Basis dieser Schätzungen sind letztendlich initiale Budgets entstanden. Und da haben wir gesagt, okay, mit dieser Größe kann es vorangehen und so weiter. Das ist aber, wie gesagt, noch klassische Wasserfallplanung, die dann, damit es ins Unternehmen passt, so dargestellt wurde, als wenn dahinter gar keine Agilität ist. Und die Vorgehensweise ist eigentlich ein Stück weit angepasst, wie denkt und plant so ein Unternehmen. Agile Entwicklung ist eigentlich was anderes und heißt, es gibt ein Budget X und dann schauen wir mal, wie weit wir in einem Backlog und in so einer Roadmap kommen. Das ist ein Transformationsprozess, das dauert. Aber wir sind initial dadurch gekommen, dass wir halt mit den bekannten Prozessen vertraut waren, auch Tagesgeschäftsaufgaben mit sozusagen einem gewissen Sponsoring übernommen haben. Dadurch war ein initiales Budget da. Und daraus wurden letztendlich Ideen entwickelt. Ich kann zum Beispiel sagen, der PMI Climate Report hat natürlich kein Budget gehabt. Die Leute haben gesagt, ach geil, das machen wir jetzt mal. Und das muss auch erlaubt sein. Absolut. Ich meine, wir kennen Unternehmen, die, ich sag mal, von 5-30% ihrer verfügbaren Mittel in diese Art von Digitalisierung und Innovation stecken. Es gibt auch viele Unternehmen, die externes Budget sich holen. Das ist ja auch ein Thema, wurde ja auch schon erwähnt. Das ganze Thema Family Offices zum Beispiel ist ein sehr interessantes Thema. Man kann das ja auch als Investitionsquelle nehmen. In Zeiten, wo es keine Zinsen gibt, in Zeiten, wo jeder nach Rendite sucht, kann das ein hervorragendes Renditeelement sein. Das muss nicht organisch aus dem Unternehmen getragen werden, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, aber wenn ich eine clevere Idee habe oder gute Ideen habe, dann kann ich ja auch überlegen, ob ich mich am Kapitalmarkt im Prinzip mit Kapitalgebern bediene oder ich habe eben ein Family Office im Rücken. Das sind auch sehr, sehr gute, probate Mittel, um eben, ich sag mal, zumindest den Anfang gut hinzukriegen, bis man dann organisch eben Traktion hat und auch, ich sag mal, einen gewissen Return on Investment erwirtschaftet. Aber vielleicht da auch, Tom, ich weiß nicht, wie ihr das angelegt hattet, aber ich meine, die meisten Innovationseinheiten, die Projekte erfolgreich an den Markt bringen, brauchen circa 3 Jahre, bis ein deutlicher Rückfluss an Geld kommt. Also je nachdem, was ich mache, aber ich würde mal sagen, 2-3 Jahre Luft sollte ich mir geben, damit ich auch die richtige Luft habe, um so eine Phase zu gehen. Habt ihr das euch vorgenommen oder hattet ihr ein gewisses Ziel, ein ROI herzustellen? Ja, wir haben einen ganz klaren Geschäftsplan, um das Subskriptionsprojekt zu nennen, was ich als Beispiel angeführt habe. Dort gibt es einen 5 Jahre Skalierungs- und Hochlaufplan. Man muss fairerweise sagen, dass man praktisch erste Einheiten noch in der Konzernstruktur bereits 2017 gegründet hatte. Das heißt also, wir waren schon auf dem Weg, als dann letztendlich die HDU GmbH als Instanz gegründet wurde. Also das sieht im Moment ein bisschen als Zeitraffer aus. Dann haben wir noch ein Jahr gebraucht, um letztendlich an den Markt zu kommen mit dem Beispielkunden, den ich gezeigt habe. Also man muss sich Zeit geben und das ist eben auch wichtig, bis ich einen Minimal Viable Product erreiche. Auch nochmal ganz wichtig, Minimal Viable heißt ja nicht so klein, minimal, sondern viable ist das Thema. Kann ich damit initial einen Kundenerfolg erzielen, damit ich von dort aus skalieren kann? Ich brauche diese Zeiten je nach Projekt. Das können 3 Monate, 6 Monate im Bereich von Subscription, waren es über 12 Monate sein, um letztendlich damit fertig zu sein. Wir bringen heute ganz klar einen positiven Beitrag. Das liegt auch daran,
wie ich es dargestellt habe, dass wir eben auf das weltweite Vertriebsnetzwerk und die Serviceorganisationen, die in dem Land drin sind, zugreifen können. Und das heißt letztendlich, wir können mit diesem Geschäftsmodell skalieren, weil wir diese operativen Einheiten haben. Das heißt, die Idee, das Template, das, was ich vervielfältigen kann, wenn ich einen Vertrag in Japan oder in den USA abschließe, ist eine zentrale Leistung, die die Heidelberg Digital Unit auch als Beratungsansatz erbringt. Aber das Geheimnis, um dann wirklich einen positiven Beitrag, der ja in der Landesgesellschaft erwirtschaftet wird, herzustellen, ist eben diese enge Zusammenarbeit und darüber ist die Skalierung. Prima, sehr interessant. Ich denke mal, wir können vielleicht nochmal einen Podcast gemeinsam füllen, aber jetzt werden wir wahrscheinlich aus der Leitung geschmissen. Deswegen vielen Dank, Tom, vielen Dank, Ulf, vielen Dank, Bernhard, für die Unterstützung. Vielen Dank, Mission M. War wie immer sehr interessant. Wer reinhören will, wir haben vor 2 Jahren schon einen sehr interessanten Podcast Digitaler Unternehmermut gemacht mit der Mission M, auf der Mission M. Und wer die Studie gern haben möchte, wie gesagt, den Studien-Download stellen wir zur Verfügung. Der QR-Code kann leider gerade nicht mehr eingeblendet werden, aber wir werden den QR-Code bzw. den Studien-Download nochmal zur Verfügung stellen. Deswegen vielen Dank an alle und hat Spaß gemacht. Ich wünsche was und zurück an die charmante Ann-Kathrin, die ich vor 2 Jahren auch kennenlernen durfte.